Guten Morgen. Guten Morgen. Wir danken Gott für diesen Tag. Wir danken Gott für dieses Geschenk. Unseres Lebens sind Geschenke von Gott. Heute ist noch andere Gelegenheit, andere Möglichkeit, näher zu Gott zu kommen. Heute ist auch der Fest der heiligen Familie. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, der Sonntag in der Weihnachtsoktave ist für die Feier der Familie vorgesehen, nach dem Vorbild der heiligen Familie Jesu, Marias und Josefs. Die Feier erinnert uns daran, wie glücklich die Menschheit ist, Jesus, die zweite Person der Dreifaltigkeit, aufzunehmen. Es ist ein Teil und eine Fortsetzung des Geheimnisses von Weihnachten. Das Geheimnis von Weihnachten ist das Geheimnis der Inkarnation. Das Wort ist Fleisch und hat unter uns gewohnt. Wir danken Gott für seine Gegenwart unter uns. Zu Beginn dieser Messfeier, bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir uns besinnen und bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Ich bekenne Gott. Der Herr erbarme sich und sehr ernehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Christus, erbarme dich.
unser Gott, in der heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in der ersten Lesung hören wir Verheißungen für die, die Vater und Mutter ehren. In der zweiten Lesung werden die Gemeindemitglieder aufgefordert zu gegenseitiger Liebe und Achtung von Mann und Frau, Eltern und Kind. Im Evangelium hören wir von den Schwierigkeiten der Eltern, den Heranwachsenden Jesus zu verstehen und zu begleiten. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Der Herr hat dem Vater die Ehre verliehen bei den Kindern und das Recht der Mutter bei den Söhnen bestätigt. Wer den Vater ehrt, soll sünden, und wer seine Mutter ehrt, sammelt Schätze. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den Kindern, und am Tag seines Gebets wird er erhört. Wer den Vater ehrt, wird lange leben, und seine Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört. Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an und kränke ihn nicht, solange er lebt. Wenn er an Verstand nachlässt, übe Nachsicht und verachte ihn nicht in deiner ganzen Kraft. Denn die dem Vater erwiesene Liebestat wird nicht vergessen, und statt der Sünden wird sie dir zur Erbarmung dienen. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossa. Schwestern und Brüder, bekleidet euch als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden.
Wort des lebendigen Gottes. Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pachefest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie könntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Die Familie ist ein wichtiges Element der Gesellschaft heute. Ohne Familie und ohne Gesellschaft. Liebe Brüder und Schwestern, was ist eine Familie? Im Großen und Ganzen ist eine Familie eine Gruppe von Menschen, die miteinander verwandt sind. Die katholische Kirche
definiert Familie als göttlich eingesetzte Gemeinschaft von Personen, bestehend aus Ehemann, Ehefrau, Kindern und Verwandten, die für ein Leben in Liebe offen sind. Die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils sprechen von der Familie als der Hauskirche. Was ist die Bedeutsamkeit der Familie von einer biblischen Grundlage? Am Anfang erschuf Gott Adam aus Liebe und gab ihm dann einen Partner. Oder Partnerin? Weil er allein war. Genesis Kapitel 2, Vers 18. Dies war der Beginn des Familienlebens. Gott segnete sie und gab ihnen den Befehl zur Vermehrung. Dies ist die Grundlage der Lehre der Kirche über die Heiligkeit des Lebens von der Empfängnis bis zur Geburt. Aus dieser Ordnung der Schöpfung und des Familienlebens gibt die erste und zweite Lesung heute ihre Botschaft. Jede Struktur hat eine Ordnung und jeder Teil oder Person dieser Struktur hat Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen. Aus diesen Verantwortlichkeiten kommen Segnungen und auch Flüche. Deshalb wird in der ersten Lesung die Verantwortung der Familienmitglieder dargelegt. Aber die erste Familie missbrauchte diese Liebe von Gott und versagte in ihrer Verantwortung. Adam und Eva gehorchten Gott nicht und Kain tötete seinen Bruder. Aus diesem Grunde musste Gott durch das, was heute genannt wird, das ist in Theologie, das Protoevangelium. Protoevangelium bedeutet das erste Evangelium, einen anderen Plan aufstellen. In Genesis Kapitel 3, Vers 15 sagte Gott der Schlange, dass er Feindschaft zwischen ihren Samen und den Samen der Frau, das ist Eva, legen würde. Der Samen der Frau würde den Kopf der Schlange zerquetschen. Ich hoffe, dass meine Aussage ist richtig. Entschuldigung. Der Bezug auf den Samen der Frau ist Christus und bezieht sich vermutlich auf die Jungfräulichkeitsgeburt des Messias sowie auf die Vereinigung der göttlichen Natur mit der menschlichen Natur Christi. Mehrere der frühen Kirchenväter oder Kirchenlehrer, wie Heilige Justin, ein Martyrer, in 160 und Irenäus in 180, betrachten diesen Vers als die erste messianische Prophezeiung im Alten Testament. Jesus würde den Kopf des Teufels auf Golgotha zerquetschen. Was also das erste Eva durch Ungehorsam zerstört hat, das würde Maria, das zweite Eva, durch Gehorsam wiederherstellen. Was die erste Familie durch Hass zerstört hat, würde die neue Familie durch Liebe wiederherstellen. Jesus liebte auch das Familienleben. Deshalb entschied er sich, unter der Aufsicht seiner Eltern zu leben und war ihnen gegenüber gehorsam. Wir haben es gehört in das Evangelium für heute. Nach dem Johannesevangelium wirkte Jesus sein erstes Wunder bei einer Hochzeit, die der Beginn eines neuen Familienlebens ist. Das ist das Evangelium nach Johannes,
Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Seine Anwesenheit rettete die neue Familie von einer peinlichen Situation. Jesus hat durch seine Mutter, die das Familienleben verstanden hat, diese Familie gewählt, um seine Liebe zu zeigen. Diese Liebe wurde nicht nur von der neuen Familie, sondern von allen Familien dort empfunden. Deshalb ermahnt uns die zweite Lesung heute als das auserwählte Volk Gottes und als seine Familie, die größere Familie. Die Liebe sollte den Weg in unsere Beziehung zueinander zu Hause und als kirchliche Gemeinschaft weisen. Aber es gibt auch Familienherausforderungen. Das ist normal, ganz, ganz normal. Obwohl wir sie die heilige Familie nennen, bedeutet das nicht, dass sie keine Probleme und Schwierigkeiten hatten, so wie es jede Familie tun muss. Auch in meiner Familie, obwohl ich ein Priester bin. Es gibt auch verschiedene Herausforderungen. Ja? Um es anders auszudrücken, wie jeder Nachfolger Jesus ein Kreuz zu tragen hat, so musste auch die heilige Familie das Kreuz in ihrem gemeinsamen Leben erleben. Eine dieser Herausforderungen wird heute im Evangelium gesehen. Jesus geht mit seinen Eltern nach Jerusalem, wie es das Gesetz verlangt, weil er bis zum Alter von 12 Jahren war. Das Gesetz verlangte die Anwesenheit aller jüdischen Männer an den drei großen Festen. Und diese Festen sind der Passafest, Pfingsten und Laubhütten. Jesus wird für 3 Tage vermisst und seine Eltern sind besorgt, natürlich. Gestern im Evangelium, unseres Evangelium gestern, sagte Simeon Maria, dass ein Schwert ihre Seele durchbohren würde, das Schwert der Trauer. Heute beginnt Maria mit der Vorbereitung auf die dunkelsten 3 Tage ihres Lebens. Karfreitag bis Ostersonntag. Jesus ist heute vermisst für 3 Tage. Es ist eine Vorbereitung für die größten 3 Tage in ihrem Leben. Heute verliert sie ihren Sohn im Tempel. Später würde sie ihn an das Grab verlieren. Sie würden ihn später finden und sie würde ihn befragen. So gibt Jesus seine ersten aufgezeichneten Worte in der Bibel. Und sie kamen in Form von Fragen. Nach diesem Vorfall scheint Josef nicht mehr im Evangelium. Der Junge, um den er sich kümmern sollte, ist ein Mann geworden. Er ist jetzt ein Mann. Er muss dem Weg folgen, auf dem er gekommen ist. Bitte, liebe Eltern, ich muss etwas sagen. Manchmal muss man seinen Kindern erlauben, alleine zu kämpfen. Erlaube ihnen, sich einigen Herausforderungen im Leben zu stellen, damit sie in der Weisheit wachsen können. Was hat die Familie von Nazareth bei all diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten unterstützt? Was die Familien in schwierigen Zeiten zusammenhält, sind Liebe und Vertrauen. Wann immer Familien glücklich sind, liegt es daran, dass Liebe sehr geschätzt wird. Schließlich müssen wir feststellen, dass die größte Herausforderung der modernen Gesellschaft die Familie ist. Wenn die Familie zusammenbricht, wird die Gesellschaft zusammenbrechen. Denn die Familie ist die erste Gesellschaft. Sie ist der Kern der Gesellschaft. Eine große Bedrohung für das Familienleben ist heutzutage, dass wir nicht genügend Zeit miteinander verbringen. Ich möchte es noch einmal sagen.
Eine große Bedrohung für das Familienleben ist heutzutage, dass wir nicht genügend Zeit miteinander verbringen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, zu arbeiten, Kontakte zu knüpfen, unsere elektronischen Geräte zu benutzen oder fernzusehen. Ich wohne in Innsbruck und Innsbruck ist eine Stadt. Es ist besser in der Dorf, ja? In der Dorf kann man einfach sagen, hallo, wie geht es dir? Und ja, mir geht es gut, hallo, wie geht es deiner Familie und etwas? Aber in der Stadt ist es anders. Immer mit einem Handy, ja? Wo ist meine Handy? Es ist auch da, oder? Karl, wo ist meine Handy? Ach so, okay. Entschuldigung. Handy. Hallo, ja. Meine Handy ist jetzt mein Verwandter, ja? Ein Handy hat kein Blut. Ein Handy kann etwas nicht fühlen. Ein Handy kann nicht denken. Es ist nur eine Maschine oder etwas. Aber wir haben ganz wenig Zeit füreinander. Wir haben keine Zeit, uns gegenseitig zuzuhören. Wir haben keine Zeit, uns wirklich zu sehen. Nicht mit unseren Augen, sondern mit unseren Herzen. Das Herz hat auch zwei Augen oder mehr. Es ist geistlich, es ist nicht nur körperlich. Unsere Gesellschaft verliert allmählich, aber stetig an Bedeutung. Möge Gott uns helfen, das Wichtigste im Leben zu sehen und zu wählen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Soll ich es hier lassen? Ich glaube an Gott, mein Vater. Gottes Sohn hat sich in seine Menschwerdung mit Not und Leid der Menschen verbunden. Ihn dürfen wir daher bitten. Für alle Familien, die auf der Flucht aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten sind und bei uns Schutz und Sicherheit suchen. Jesus, Bruder der Menschen, wir beten für alle Familien, die in Not und Armut leben müssen, die keine Wohnung finden, die auf Spenden und fremde Hilfe angewiesen sind. Jesus, Bruder der Menschen, wir beten für alle Familien, die zerstritten sind, in denen sich Eltern und Kinder auseinandergelebt haben und in denen Gewalt herrscht. Jesus, Bruder der Menschen, wir beten für alle Familien, die durch Alkohol, Drogen oder Missbrauch bedroht oder zerstört sind. Jesus, Bruder der Menschen, wir beten für alle, die kranke, alte oder behinderte Familienangehörige pflegen und kräftemäßig überfordert sind. Jesus, Bruder der Menschen, Sterbetage haben in dieser Woche Josef Neundlinger, Ludwig Bleimer, Karl Ruckenschaub, Franz Schindel,
Cecilia Zeitelhofer, Leopold Meyerhofer, Franz Fiebig. Wir beten auch für die verstorbene Frau Elfriede Eichinger. Jesus, Bruder der Menschen, wir bitten dich. Güter Gott, alle diese und alle unausgesprochenen Anliegen vertrauen wir dir als unserem Vater an, heute und in Ewigkeit. Amen. Bittet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, auf deine Hände, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Heilige Kirche. Amen. Herr, unser Gott, am Fest der heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Herr bewahre die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herr, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Heute ist er, der unsichtbare Gott, sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Herrlichkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben, Grab und heilige Segen, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alles vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie unter alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir dich, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihre Gemeinschaft das Erbe erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Verlautbarungen. Morgen Montag, 7.15 Uhr, Heilige Messe, Heiliger Silvester. 14 Uhr, Dankandacht zum Jahresschluss. Dienstag, 1. Jänner, Hochfest der Gottesmutter Maria. 7.30 Uhr, Frühmesse, 9.15 Uhr, Pfarrgottesdienst. Mittwoch, 18.30 Uhr, Aussetzung und stille Anbetung, 19 Uhr, Heilige Messe. Donnerstag, 7.15 Uhr, Frauenmesse. Freitag und Samstag, Heilige Messe, 7.15 Uhr. Sonntag, Erscheinung des Herrn, 7.30 Uhr Frühmesse, 9.15 Uhr Hochamt. Beide Messen jeweils mit den Sternsingern. Die Sternsinger sind von 2. bis 4. Jänner unterwegs. Bitte um freundliche Aufnahme und großzügige Spenden für die Armen auf den Philippinen und in anderen Ländern. Herzliche Einladung zum Abend der Barmherzigkeit in St. Thomas am Freitag mit Pater Magister Aloysius Bernecker vom Stift Schlierbach. 18.30 Uhr Lobpreis und Beichtgelegenheit, 19.30 Uhr Heilige Messe. Am Dreikönigstag ist die alljährliche Epiphanie-Sammlung für die Priesterausbildung in den ärmsten Ländern. Bitte geben Sie Ihre Spende in das zweite Körbchen. Hallo. Entschuldigung. Mein Name ist Victor und ich danke euch für diese Gelegenheit, oder? Die Eucharistie mit euch zu feiern. Ich bin ein Student, obwohl ich ein Priester bin. Ich bin auch ein Student, ein kleiner Student, sehr, sehr klein. Wie diese Ministranten, ja. Das ist meine zweite Mal hier in Schönau. Und Schönau ist schön, oder? Aber kalt. Aber nicht wie Kaltenberg. Und es gibt auch Liebe, wie im Liebenau. Ich bin zufrieden, hier zu sein, und ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag. Der Herr sei mit euch. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Vielen Dank, Karl, ein guter Mann. Und Ministranten auch, Lektorin und Lektor. Und unsere Mozart. Danke. Und die ganze Chor. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Zeit erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.